Morgen und recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Wandertour. Wir befinden uns heute in Kirchhain. Da wohnt mein Kumpel, der Henry. Morgen. Heute wollen wir die Himmelsbergtour machen. Und der Henry hat mir gesagt, ja, diese Tour, die müssen wir unbedingt mal machen. Die ist sehr schön. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, mit dabei zu sein, dann bleibt er dran. Und wenn nicht, schaltet ihr ab. Links von uns befindet sich die Amöneburg. Ja, die Amöneburg, die wurde auf einem erloschenen Vulkan errichtet, was man unschwer am Landschaftsprofil erkennen kann. Ich zeig mal mit dem Finger drauf. Höchstwahrscheinlich kann man sie nicht wirklich erkennen. Aber da oben drauf ist die Amöneburg. Nur mal so zur Info. So, hier laufen wir gerade am Dorfschild vom Kirchhain vorbei. Hintergrund sieht man die Kirche von Kirchhain. Wonach die Stadt, der Henry lacht schon, die Stadt ihren Namen erlangt hat. In meinen Kommentaren habe ich ja letztens gelesen, dass ich nicht genug von der Kultur, wo ich bin, quasi vermittle. Und deswegen möchte ich hier natürlich mal heute mal eine Kulturwanderung machen. Vor uns haben wir ein Kunstwerk vom Künstler Colani. Und der Henry kennt die Geschichte dazu. Ja, das kam so, also wir hier in Kirchhain haben wir hier eine Tapetenfabrik und der Colani, der hat eine Kollektion für eine Tapete entworfen, ausschließlich aus Elementen des Wassers. Ja, und ihm zu Ehren hat man hier auf dem Kirchhainer Skulpturenpfad eine Skulptur in Form eines Tropfens errichtet. Ja, werfen wir mal einen Blick drauf. Wir befinden uns ja hier auf dem Skulpturenpfad. Dementsprechend haben wir hier schon die nächste Skulptur. Und der Henry kann natürlich was dazu erzählen. Ja, die Skulptur, die ihr hier seht, die nennt sich Dancing Leaves, auf Deutsch tanzende Blätter. Und sie wurde erstellt von der Künstlerin Michaela Kamenova aus Bulgarien. Ob die Dame jetzt was mit Kirchhain zu tun hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber schöne Skulptur. Lass uns weitergehen. Auf geht's! Ja, unser Weg, der führt uns jetzt hier an den Erlensee vorbei. Da gibt es hier so eine Beobachtungsstation. Und natürlich nehme ich euch mit. Der Henry ist schon da. Ja, ist ein bisschen schneller als ich. Und da gönne ich euch natürlich auch einen Blick über den Erlensee. Wanderweg, der führt uns jetzt hier an der Worra vorbei. Das ist gerade hier eine richtig schöne Ecke. Mussten wir leider auch hinten queren. Aber alles gut gegangen. Man hat ja gute Schuhe. Und deswegen sind solche Sachen kein Problem. Und die Worra, die mündet in die Ohm, habe ich gehört. Genau, jetzt verlassen wir das Ohmtal, Kirchhain, Amöneburg und so, die liegen ja im Ohmtal und gehen jetzt über in das Worratal, wo auch der Hauptteil unserer Wandertour entlang führt. So, wir sind jetzt auf unserem Premium-Wanderweg Himmelsberg-Tour angekommen. Hier vorne haben wir schon das erste Highlight, hier erinnert ein Stein an das ehemalige Dörfchen Badenhausen. Und hier vorne haben wir natürlich noch einen Opferstein, wo die Jungfrauen geopfert worden sind. Stimmt natürlich nicht, aber wir werden jetzt hier mal ein Schnittchen nehmen und dann geht's weiter. Ja, wir sind jetzt doch noch ein Stückchen weiter gelaufen. Da hinten beim Opferstein, da ging eine Straße vorbei.
Und da hatten wir auch nicht so wirklich Lust auf den Lärm. Deswegen sind wir ein bisschen weitergelaufen. Und hier auf dem Premium-Wanderweg, da hat man ja alle Nase lang eine Bank, wo man ein Päuschen machen kann. Ja, schön hier an der Quelle mit Wiesenweiher, wo ehemals das Dörfchen Badenhausen existierte. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Unser Weg, der führt uns jetzt hier an die tausendjährige Linde, Tanz- und Gerichtslinde von Himmelsberg. Ja, das ist eigentlich nicht so richtig wirklich der Wahrheit entsprechend, weil die ist nämlich erst in Anführungsstrichen 750 Jahre alt, aber ist natürlich schon mächtig beeindruckend. Und da braucht man auf jeden Fall mal mindestens 20 Kinder, um die Linde zu umfassen. Ja, ist schon Wahnsinn, dass Bäume so alt werden. Hier haben wir einen schönen Blick. Hier haben wir so eine tolle Bank. Hier vorne kann man Himmelsberg sehen. Der Namensgeber der Tour. Ganz weit im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da habt ihr die Amöneburg. Und hier vorne im Vordergrund, da habt ihr den Henry. Ja, hier auf dem Premium-Wanderweg ist jetzt eine zweite Stelle schon, wo uns die lieben Holzfäller ein bisschen was in den Weg gelegt haben. Aber ist ja kein Problem. Das macht ja auch Spaß, genau, wenn man dran vorbeilaufen kann. Gutes Schuhwerk. Kerl wie ein Baum. Gutes Frühstück, da passt das schon. Hundertprozentig. Ja, gehen wir links dran vorbei, dann geht's weiter. So, jetzt sind wir schon fast am höchsten Punkt von unserer Tour. Und hier haben wir den Katharinenbrunnen. Ja, leider abgeschlossen. Also gibt's heute keine Erfrischung. Aber hey, was ist denn das? Das ist ja gar keine Katharinenbrunnen, das ist ja der Heinekenbrunnen. Unser Weg, der führt uns jetzt zum Hundburgturm. Der ist so circa 30 Meter hoch. Und wie es da oben aussieht, werdet ihr gleich sehen. So, unser Weg, der hat uns jetzt hier auf den Hundburgturm geführt. Ja, der liebe Henry, der hat die Stufen mitgezählt. Wie viel waren es denn? 133. 133 Stufen, geradewegs zum Himmel. Ja, ich mache mit euch mal eine Runde. Dann habt ihr eine Vorstellung, wie es hier in der Gegend aussieht. Heute gibt es Jägerpfanne mit Bratkartoffeln.
Der Koch ist heute der Henry. Und so wie ich das sehe, macht er seine Sache sehr gut. Ja Leute, wir sind hier gerade auf dem Hochsitz. Ja, den mussten wir jetzt unbedingt mal in Beschlag nehmen. Hier hat man ja so eine tolle Aussicht. Ja, mussten uns jetzt mal gönnen. Zwei Bier standen hier komischerweise auch noch oben. Ich glaube, die hat der Jäger extra für uns hier oben dagelassen. Prost, Henry. Prost. Also, hier in Kirchhain sind alle Leute super nett. Wenn ihr jemals in der Nähe von Marburg seid, dann müsst ihr auf jeden Fall hier mal die Amöneburg hoch. Hier hat man einen wahnsinnigen Ausblick. So Leute, wir sind jetzt hier auf der Amöneburg angekommen. Zum Schluss ist die Sonne auch noch mal rausgekommen. Also ich fand, war eine Top-Tour. Fand ich auch, Mathis. War super. Ja. Echt Spaß gemacht. In dem Sinne, Leute, lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ciao. Leute, wir sind jetzt hier auf der Amöneburg. Zum Schluss ist jetzt hier nochmal doch die Sonne rausgekommen. Henry, schönen Dank für die super Tour. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Klar, war mega. Ich danke dir, dass du mich mitgenommen hast. Links von uns befindet sich die Amöneburg. Henry, ja, du bist ja. Warte mal.